Willkommen zur hybriden Version der Ringvorlesung. Diesmal zum ersten Mal und dann auch zum letzten Mal mit mir. Okay, wie Sie sehen, im Hintergrund, das Ganze wird aufgezeichnet. Was habe ich mit Ihnen vor? Zuerst hören Sie mal einen Vortrag und danach haben wir noch eine kurze Zeit übrig, um so ein bisschen Fragen und Antwort zu spielen. Sehen. Mein Titel heute, die Geburt des Cyberspace aus dem Geist des Home Computing. Ich fange historisch an. 1940 befindet sich Großbritannien in einer mehr als bedrohlichen Lage. Das Dritte Reich hat Frankreich unter seine Kontrolle gebracht und die britischen Inseln sind nun endgültig vom Kontinent abgeschnitten. Die Versorgung Großbritanniens muss nun durch transatlantische Konvois zum Großteil aus den USA und Kanada erfolgen. Das Problem der Versorgung wird hier ein Problem des Raumes oder besser ein Problem der Kontrolle des Raumes hier des Atlantiks, denn die Konvois müssen durchkommen. Die Kontrolle über den Atlantik jedoch haben in weiten Teilen die deutschen U-Boote. Annähernd unentdeckbar schlagen sie zu und versenken zwischen Juni und Dezember 1940 allein 4,5 Millionen Bruttoregistertonnen an Schiffen. Die Einsätze der deutschen U-Boote werden von der Dienststelle Befehlshaber der U-Boote erst von Kiel, dann von Paris und schließlich von Lorient aus koordiniert. Radiosignale stellen den Informationsfluss zwischen Dienststelle und U-Booten her. Hier sehen Sie die ausfahrbare Antenne eines dieser U-Boote, damit die Signale überhaupt empfangen werden können. Diese Funksignale sind mit der wohl berühmtesten Chiffriermaschine aller Zeiten, der Enigma, ver- und entschlüsselt. Und diese Funksprüche bilden ein virtuelles Netz, einen virtuellen Raum, der den Realraum durch die U-Boote kontrolliert. Um die Kontrolle über den Atlantik wiederzugewinnen, muss die britische Admiralität die U-Boote lokalisieren, was nur bei einem Einbruch in die Codes möglich ist. Die virtuelle Karte der Funksprüche muss entschlüsselt werden, um sie in eine Karte der Positionen zu übersetzen. Dem Abfangen der U-Boote muss also das Abfangen und Dechiffrieren der Codes voranschreiten. So sahen diese Codes aus. Die Briten bringen eine Bombe ins Spiel, eine metaphorische, deren Effekt dann später die realen Wasserbomben sein werden, die von britischen und amerikanischen Schiffen zur Abwehr der U-Boote eingesetzt werden. Die Sprengkraft dieser Bombe misst sich nicht in TNT-Äquivalent, sondern in Rechenleistung. Sie sehen hier diese Bombe, die berühmte Turing-Bombe, und daneben die Wasserbomben, die überhaupt erst in Effekt gesetzt werden können, wenn man über die Turing-Bombe, die Codes entschlüsselt hat, weiß, wo die U-Boote sind. Es handelt sich hierbei also um jene Turing-Bombe, jeden von Alan Turing entwickelten Protocomputer. Und obwohl die Deutschen ihre Codes durch zusätzliche Enigma-Erweiterung immer weiter verkomplizieren, behalten die Briten die Oberhand und tragen spätestens 1943 den Sieg im virtuellen Krieg des Dechiffrierens davon. Auch als die letzte deutsche Verteidigungslinie in Sachen Enigma, der Lorenz-Schlüssel, durch eine weitere Entwicklung in Sachen Urcomputer, den Colossus, den sehen Sie hier, den ersten elektronischen speicherprogrammierbaren Computer gebrochen wird. Deutschland ist danach im virtuellen Raum der Funksprüche endgültig geschlagen. Ein Sieg, der dann nur noch in die Realwelt übersetzt oder besser umgerechnet werden muss. Das historische Beispiel präsentiert uns hier eine Triade von Sphären. Code, Space und Control. Code, Raum und Steuerung, Kontrolle. Das englische Code. Das englische Control lässt sich nicht so einfach mit einem deutschen Begriff übersetzen. Im Fall der U-Boote wird die Kontrolle und die Steuerung des Raumes durch kodierte Nachrichten sichergestellt. Die Geräte, die den alliierten Sieg im U-Boot-Krieg herbeiführten, waren die ersten Computer, die Sie gerade gesehen haben. Diese Maschinen operieren dann direkt in Code, dem hier, einer Maschinensprache. Und diese Sprache ist rein operativ. Und das ist sie immer noch und wird eigentlich nur von einer elitären Gruppe von Ingenieuren und Konstrukteuren verstanden.
und sie ist nie als Kommunikationsmittel zwischen Menschen gedacht. Zurückkehren zu unserem historischen Beispiel umschloss diese Sprache zweierlei Codes. Zum einen die kodierte menschliche Kommunikation, also das, was an Funksprüchen gesendet wurde. Zum anderen der Programmcode, der hier geschrieben von Mathematikern, Programmierern, Experten, als eine Kommunikation, aber nur im Sinne einer imperativen Befehlsanweisung. Und eine imperative Befehlsanweisung an die Maschine, also nicht eine Sprache zwischen Menschen. Und das führt uns bis zum heute gültigen Blackbox-Prinzip eines jeden Computers. Was auch immer die Maschine tut, sie tut es durch Computing, Berechnung als Digitalisierung, die den Input in einen Satz maschinenlesbarer und berechenbarer Daten verwandelt. Wir als die meisten Nutzer des Computers verstehen, wenn überhaupt, nur den Input und den Output. Die Mechanismen, die Algorithmen, die Programme, die Codes, die Abläufe bleiben uns zumeist unzugänglich, wenn nicht sogar unvorstellbar, wenn wir nicht gerade Informatik studiert haben oder anderweitig zu Programmierern geworden sind. Und damit in die 80er. Wäre dies eine echte Geschichte von so etwas wie Cyberspace, dann würden an dieser Stelle Ausführungen zu Turing, zu von Neumann, Norbert Wiener, den Macy-Conferences, Oswald Wieners Bio-Adapter und so weiter kommen. Der Kürze wegen springe ich aber einen Punkt, an dem die Computer bereits aus dem Reich ominöser Experten emanzipiert und sich in den Büros und Wohnzimmern der Allgemeinheit und damit auch in ihren Köpfen manifestiert haben, nämlich die 80er. Die frühen 1980er Jahre sind die Zeit der Homecomputer-Revolution. Die Mikrocomputer der 70er hatten sich schnell in echte Homecomputer in den 80ern weiterentwickelt. Unzählige verschiedene Modelle, ich habe hier ganz einfach mal ein paar auf die Folie gepackt, wie der Sinclair ZX Spectrum, der Atari 800XL, der Apple II und dann endlich der erfolgreichste von allen, der Commodore C64, machten Computer und deren Benutzung zu einer Alltäglichkeit, zu etwas für jeden Greifbaren und damit zu einer echten Präsenz. Diese Invasion des privaten Raumes durch die Maschine Computer, hier sehen Sie übrigens eine Werbung für den C64, wie es das die Firma Commodore vorstellte, das war aber gar nicht so unrealistisch, dass das dann wirklich von vielen in der Familie benutzt wurde. Und Sie sehen auch sehr schön, wie dieser Computer hier nahtlos integriert wird in das Wohnzimmer mit Bildern der Familie. Diese Invasion des privaten Raumes durch die Maschine Computer markierte nicht nur einen technischen, sondern auch einen alltagsepistemologischen Schnitt, der ein Bewusstsein für Probleme, Diskurse und Phantasmen forderte und schuf, die zu Zeiten, als Computer noch so etwas wie einen Expertendiskurs darstellten, noch nicht offensichtlich waren. Code. Was die breite Masse der Homecomputer der 1980er Jahre vereinte, war etwas beinahe Inkommensurables, Unverständliches für die meisten, die ihre ersten Erfahrungen mit Computern nach 1995 gemacht haben. Also alle Sie, die hier sitzen. 1995 änderte nämlich Windows 95 den Markt für Betriebssysteme grundlegend. Denn, so sah Windows 95 für den Nutzer aus, denn Windows 95 verschleiert als Betriebssystem eine Realität, die bis dahin zumindest noch als Übersetzung der Übersetzung präsent war, bis Windows 95. Und das ist die Ebene der Programmierung. Das heißt, durch eine grafische Benutzeroberfläche wie bei Windows 95 werden Sie vom Code sozusagen komplett getrennt. Vor Windows 95 waren Graphic User Interfaces die Ausnahme. Interaktion mit Computern geschah bis 1995 zumindest zeitweise zwangsläufig dadurch, dass die Nutzer Befehle in Code eingeben mussten. In den 80er Jahren geschah dies vor allem mit Hilfe der Programmiersprache BASIC, der Lingua Franca der überwältigenden Mehrheit der Homecomputersysteme. Weil es keinen Weg an BASIC vorbei gab, waren die Nutzer der Homecomputer der 80er Jahre gezwungen, mit ihren Maschinen eben in BASIC zu kommunizieren. Das mussten sie lernen. Und das eben eine nichtmenschliche Sprache, die aber auch, weil es eine nichtmenschliche Sprache ist, ein Bewusstsein schafft
für die Eigenartigkeit, mit der die Maschine funktioniert, die also ganz anders ist als die Art und Weise, wie sie als Menschen funktionieren. Die Art und Weise der Nutzung von BASIC verstärkte dabei bei der überwältigenden Mehrheit ein Gefühl der Fremdheit. Zwar hatten viele BASIC-Befehle selbstexplanatorische Komponenten, load, go to, etc., die sehen Sie hier, also so load, laden, list, etwas auflisten und so, das kann man noch so teilweise verstehen, das macht noch irgendwie Sinn. Zwar hatten viele BASIC-Befehle selbstexplanatorische Komponenten, load, go to, etc., aber sie waren eingebettet in Ketten von Zahlen und Symbolen. Eine rein operative Sprache, die keine semantische oder performative Entzifferung, etwa durch hermeneutische Verfahren, wie Interpretation, wie wir sie kennen, zuließ, weil sie eben der reinen Operationalität des Computers dient. So, also Sie sehen das, load können Sie noch gerade verstehen, aber was irgendwie Dollarzeichen, Komma 8 soll, who knows. Dementsprechend gab es für die meisten Nutzer damals nur ein sehr eingeschränktes Maß an Verstehen. Code musste ganz im Gegenteil von vielen schlichtweg auswendig gelernt werden. Wie so eine Art magische Formel, die Dinge in Gang setzt, deren Bedeutung aber unverständlich oder im besten Falle vage erscheint. Also ich sage Abracadabra, uns passiert etwas. Was Abracadabra heißt, weiß ich nicht. Die Sprache der Computer blieb eine fremde, unzugängliche Sprache des anderen Wesens, der Maschine. Eine Sprache, die, Jacques Lacan paraphrasierend, rein symbolisch, aber eben nicht metaphorisch war. Die Syntax vor Semantik priorisierte, die pure operative Befehlshaftigkeit einer zeilenbasierten Programmierung der menschlichen Interpretations- und Auslegungswut kalt entgegenstellte. Dazu Lacan. Was ist dann die Semantik? Das heißt, die konkreten Sprachen, jene, die wir handhaben mit ihrer Ambiguität, ihrem emotionalen Inhalt, ihrem menschlichen Sinn. Sollen wir sagen, die Semantik sei ausgefüllt vom, angefüllt mit dem Begehren der Menschen? Im Gegensatz zu den begehrenden Menschen und ihrer Sprache, unserer Sprache, sind die Maschinen taubstumm, um eine brillante Metapher des Computerpioniers Horst Völz zu benutzen. Sie reagieren nicht auf die Kanäle, das Repertoire, die Sprache ihrer Benutzer. Sie lassen sich nicht anfüllen mit einem menschlichen Begehren. Die Maschine verweigert mit einem schlichten Syntax-Error jeden Versuch der rein menschlichen Kontaktaufnahme. Es gibt eine sehr schöne Audioaufnahme von Horst Völz, der in den 80er Jahren im DDR-Radio Programmierlektionen gegeben hat. Und die schöne Geschichte ist, dass er sich dem Computer nähert und erstmal Hallo und guten Tag eintippt. Das ist für den Computer komplett unverständlich. Der Computer antwortet mit Syntax Error. Bedeutung, dieses arbiträre linguistische Konstrukt von Gewohnheit, Tradition, Parametern, Kontext und Interpretation, gewinnt eine komplett andere Rolle, wenn man mit der Maschine spricht. Für den Computer ist Bedeutung nämlich immer nur ausführbar, niemals interpretierbar in einem menschlichen Sinn. Die Konsequenzen für den Menschen mit seinem zu den Geisteswissenschaften geronnenen Umgang mit Sprache, Linguistik, Literaturwissenschaft, sind im Angesicht dieser neuen Sprache drastisch und bedrohlich. Hermeneutiker mit ihrer Divination, aber auch Analytiker mit ihrer Freilegungsarbeit können also abtreten, sagte der alte Kittler 93. Für den Nutzer des Homecomputers hieß dies ein Einknicken. Er musste diese fremde Sprache des Computers, also zum Beispiel dieses BASIC, lernen. Zumindest ein paar Zeilen, um die basalen Operationen durchführen zu können, wie Programme aufrufen. De facto hieß dies, dass die Fähigkeit eines durchschnittlichen Users in etwa vergleichbar war mit der eines ins Ausland gereisten Touristen, der sich mit Hilfe eines idiomatischen Minimalwörterbuches die Äquivalente von Hallo, guten Tag und auf Wiedersehen angeeignet hat. Dem digitalen Speicher der Maschine stand damals auf der Seite des Nutzers oft eine kleinere, auf Papier gekritzelte Liste von Befehlen gegenüber, bewahrt in einem Medium, das angesichts der Maschine nicht archaischer hätte sein können, mit all jenen Befehlen, die zum semi-aktiven Wortschatz gehörten. Befehle, von denen man wusste, die man benutzte, aber nicht auswendig kannte. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Ich kannte vielleicht 20 Befehle auswendig, hatte aber vielleicht noch 100 weitere, die ich mir aber nicht auswendig gemerkt hatte, die ich immer auf so einem Zettel neben dem Computer hatte.
Das Gefühl der allermeisten, den nicht programmierenden Nutzern von Homecomputern in den 80er Jahren, das muss etwa vergleichbar gewesen sein mit dem Gefühl von K., jenem Protagonisten aus Kafkas Roman Das Schloss, der das Summen in den Drähten der Telefone hört, die Kommunikation der Maschinen untereinander, die für ihn jedoch völlig fremd und unentschlüsselbar bleibt, damit gleichzeitig eben jene totale Entfremdung beim Mithören erzeugt. Wegen des vergleichsweise nicht medialisierten unmittelbaren Zugriffs auf den Homecomputer, eben weil die überwältigende Mehrheit der Nutzer damals gezwungen war, sich dieser Struktur der maschinellen Sprache, dem Code, zu unterwerfen, wegen dieser relativen Nähe zu den Vorgängen in der Blackbox, kann man das Zeitalter des frühen Homecomputings, die Basic-Ära sozusagen, als wahrscheinlich einzige Periode bezeichnen, in der die breite Masse gezwungen war, sich der Maschine zu stellen, in den Abgrund zu starren und dem Lacan'schen Realen des Apparats, wenn es sowas denn gäbe, in Augenblicken mal nahe zu sein. Damit kommen wir zum Raum. Nicht lange vor der Heimcomputerrevolution, über die ich gerade gesprochen habe, füllten Computer noch ganze Räume, zum Beispiel in den 60ern. Das Bild sehen Sie hier. Die raumgreifende Präsenz der Computer, das, was Sie hier, wie Sie hier sehen, war auch so etwas wie die metonymische Repräsentation ihrer zunehmenden und dominierenden Wichtigkeit. Als Werkzeug von Institutionen wie Forschungseinrichtungen, Großkonzernen, Regierungsstellen und dem Militär. Die Homecomputer änderten dies dramatisch, quasi als Beweis für Moore's Law, jenem berühmten Diktum von Gordon E. Moore von 1965, nachdem die Anzahl der Transistoren auf integrierten Schaltkreisen sich durchschnittlich alle 2 Jahre verdoppelt und damit die Computer immer kleiner werden. Das Resultat dieser Entwicklung in den 80er Jahren waren die, zeige ich Ihnen nochmal, waren die bereits erwähnten Homecomputer. Sie sehen also, die Dinger sind bedeutend kleiner als dieses Ding hier. Nach diversen Zyklen der Miniaturisierung waren die vormals zimmerfüllenden Maschinen auf Schreibtischgröße geschrumpft. Die mit der Rechenleistung steigende Bedeutung von Computern zeigte sich nicht nur dadurch, dass sie jetzt in fast jedem Haus zu finden waren, sondern auch darin, dass sich jeder Lebensbereich zunehmend computerisieren ließ. Jetzt zeige ich nochmal die Werbung von Commodore. Also der Einbruch des Computers in die unterschiedlichen Lebensbereiche. Die kriegsentscheidenden Turing-Bomben und Kolossi, diese frühen Riesencomputer, waren nun zum Beispiel den simplen C64-Brotkästen, so wurde das Ding genannt, gewichen, deren Rechenleistung ganze Kohorten jener frühesten Rechner ersetzen konnten. Der Grad an Innovationskraft dieser Homecomputer zeigt sich vor allem in ihrer enormen Verbreitung. Allein von diesem Ding hier, dem Commodore 64, sind je nach Quelle 12,5 bis 17 Millionen Einheiten gebaut und verkauft worden. Control, also Steuerung und Kontrolle. In eben jenen 80er Jahren, der Ära des um sich greifenden Homecomputings, beginnt das Bewusstsein der Wichtigkeit und Omnipräsenz der Computer zu wachsen. Diese Omnipräsenz wird jedoch zunehmend als bedrohlich wahrgenommen. Es scheint sich Lacans Diktum zu bewahrheiten, dass er, der Computer, dem Menschen gefährlicher als Atombomben ist. So Kittler übrigens 1993, also nur 3 Jahre nach dem Ende der 80er Jahre. Das schwappt noch so ein bisschen mit da rein. Die wahrgenommene Bedrohung durch die Maschine Computer schlägt sich in einer Vielzahl von extrem populären Büchern und Filmen nieder. Diesem technophoben Geist verdanken wir solche Klassiker wie James Camerons Terminator von 1984, in dem sich ein Computersystem in einer apokalyptischen nahen Zukunft von seiner menschlichen Kontrolle emanzipiert, um dann mit Hilfe von Robotern Krieg gegen die nun überflüssige Menschheit zu führen. Der Terminator-Film ist natürlich zuerst einmal ein simpler Aufguss der alten Zauberlehrling-Geschichte, die wir von Goethe kennen. Aber viel bemerkenswerter ist, so finde ich zumindest, dass die Geschichte von Skynet aus dem Terminator, also diesem sich emanzipierten Computersystem, und seinen Hunter-Killer-Robotern, also diesen Dingern hier, Arnie, als Inversion des räumlichen Begehrens der Menschheit gegenüber der zunehmenden Enträumlichung der Computer gelesen werden kann.
Wenn man also die uralte technophobe Grundtendenz des Films, und die ist ja nichts anderes als eine plumpe Variation von Warnungen über die tödlichen Konsequenzen von Technologie, die wir zum Beispiel bei der frühen Eisenbahn kennen. Da wurde auch behauptet, wenn Menschen irgendwann mal schneller als 40 km/h fahren, dann würden sie alle sterben. Das sei ganz einfach so. Das heißt, Terminator ist vielleicht auch nichts anderes als eine plumpe Variation davon. Dann ist aber dieser Terminator-Film wenigstens ein Paradeprodukt dieser Homecomputing-Ära. Während nämlich die Computer immer kleiner werden, Sie haben es gesehen, und damit langsam aus der Sphäre des menschlichen Zugriffs verschwinden, also man sieht, die werden immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, irgendwann sind sie nicht mehr da, kehrt Skynet in Terminator metaphorisch aus diesem Nichtraum, in den die Computer verschwunden sind, wieder zurück in den echten Space, also in den echten Raum des Menschen, um die Menschheit buchstäblich mit dem zu konfrontieren, was bei Lacan vor allem das Reale ausmacht, nämlich dem Tod. In der nahen Zukunft von Terminator haben die Menschen also Control, die Steuerung und die Kontrolle über ihren Space bereits an den Computer abgeben müssen und müssen jetzt in blutigen Schlachten wieder darum kämpfen. War Games, ein weiterer Film von 1983, da ist dieser Kampf noch nicht völlig entschieden. Hier ist es ein Teenager, der zum illustren Kreis jener Hacker gehört, die man sich in den 80er Jahren gerne als so etwas wie Techno-Schamanen vorstellte. Seine Fähigkeiten, um mit seinem IMSI 8080 in ein System einzudringen, das er für den Rechner eines Spieleherstellers hält, sind so gut, dass er es wirklich schafft. Also er glaubt, er sei im Rechner eines Spieleherstellers. Das System, in das er eingedrungen ist, ist aber kein Spielehersteller, sondern fatalerweise das NORAD Mainframe, das die Nuklearstreitkräfte der USA kontrolliert. Verborgen hinter dem, was er für harmlose Spiele hält, die ihm vom WOPR, vom War Operational Plan Response Computer, vorgeschlagen werden, versteckt sich die tödlichste aller Referenzen. Der Computer, mit dem er spielt, vertauscht die Realität der Spiele mit der apokalyptischen Realität des Atomkriegs. Und jeder Spielzug bringt die Welt näher an das nukleare Armageddon. WOPR spielt hier einfach das logische Update des Spiels, das britische Codebrecher in den 40er Jahren gegen ihre deutschen Gegenspieler im Atlantik spielten. Wo als der Homecomputer den eventuellen Konflikt zwischen Mensch und Maschine in das öffentliche Bewusstsein trägt, da wurde im technologisch unterfütterten Imaginären, also in Kino und Fernsehen hier, der Konflikt zu einer apokalyptischen Endschlacht um die Frage der Kontrolle gemacht. Damit zum Cyberspace. Die Ära des Homecomputings ist die Ära des Eintritts des Computers in eine Sphäre kultureller Signifikanz und gleichzeitig der Punkt, an dem die triadische Frage nach Code, Space und Control auftritt und ihre Bedeutung über einen potenziell dystopischen Horizont spannt. So. In diesem Zusammenhang schreibt der bis dahin völlig unbekannte kanadisch-amerikanische Autor William Gibson Kurzgeschichten, die das Genre, in dem sie sich bewegen, völlig sprengen. Gegen den Mainstream der Raketen, Raumschiffe und Kämpfe um Galaxien entwerfen die Kurzgeschichten von Gibson keine ferne, sondern eine bedrohlich nahe Zukunft, die einfach nur die Gegenwart konsequent weiterdenkt, in dystopische Räume, beherrscht von internationalen Großkonzernen und Computertechnologie. Rückblickend schreibt etwa der Journalist Stephen Poole über Gibson: Neuromancer and the two novels which followed, Count Zero and the gorgeously titled Mona Lisa Overdrive, made up a fertile holy trinity, a sort of chrome Koran of ideas inviting endless reworkings. Das sind so ziemlich die berühmtesten klassischen Romane von Gibson. Neuromancer, Count Zero und Mona Lisa Overdrive. Der begriffliche Funke, auf den der Diskurs gewartet hatte, findet sich jedoch in einer Kurzgeschichte von Gibson aus dem Jahr 1982 mit dem Titel Burning Chrome, in der sich ein Wort findet, das zum Deskriptor werden sollte, für eben diese Frage nach Code, Space und Control. Also das Wort, das diese ganze Frage zusammenfasst. Diese Einwortformel, dieses Wort, der Begriff der Geschichte machen sollte, findet sich in der Geschichte allerdings versteckt, als Teil eines fiktiven Markennamens, sozusagen eine minimale Misszelle.
I knew every chip of Bobby's simulator by heart. It looked like your workday on a Sendai 7, the cyberspace 7. But I'd rebuild it so many times that you'd have had a hard time finding a square millimeter of factory circuitry in all that silicon. Cyberspace war genau das Wort, auf das der Diskurs gewartet hatte. Uns wurde entgegen der Ideen seines Erfinders appropriiert. In Burning Chrome, also dieser Kurzgeschichte, wird nämlich das, was wir uns dann unter Cyberspace vorstellen, was sich auch viele andere als Cyberspace vorgestellt haben, eben nicht mit Cyberspace bezeichnet, das ist das Spannende, sondern Gibson nennt das, was wir uns als Cyberspace vorstellen, Matrix. Dieser Begriff hat aber keine Karriere gemacht bis zu dem Film Matrix. Erst dieser Film hat diesen alten Begriff von Gibson überhaupt wieder aus der Schublade geholt. In Burning Chrome wird nämlich das, was sich diskursiv als Cyberspace durchgesetzt hat, noch mit Matrix bezeichnet. Ein Begriff, der in dieser Form erst 1999 durch eben diesen Film der Wachowski-Brüder popularisiert wird. Gibson selbst beschreibt die Erfindung des Begriffs Cyberspace so. When I first saw it, it literally looked like the word cyberspace on a yellow legal pad in red Sharpie. And above it were written infospace and data space. Both of those had been scratched out because they sounded stupid. But cyberspace actually sounded as though it meant something. Zu betonen ist hier die angebliche Leere des Begriffs, auf die Gibson in Interviews immer wieder hinweist. Ein Begriff, der angeblich noch mit Bedeutung zu füllen war und lediglich etwas Vages projizierte. Also die Idee, dass er da einen Begriff hat, der toll klingt, in die richtige Richtung geht, den man aber noch mit Konzepten füllen kann. Dazu wieder Gibson. An effective buzzword, it was evocative and essentially meaningless. It was very suggestive of, it was suggestive of something, but it had like no, you know, no real semantic meaning, even for me as I saw it emerge on the page. Ob der Begriff allerdings so leer war, wie von Gibson behauptet, kann leicht hinterfragt werden. Die deskriptive Effektivität des Begriffs Cyberspace liegt in seiner Etymologie begründet. Als Kompositum aus den Teilen Cyber und Space verbindet es bereits zwei Begriffe dieser Triade, über die wir hier die ganze Zeit reden. Sie verbindet die Begriffe Space und Control. Cyber kann nämlich als verkürztes Derivat von Kybernetik identifiziert werden. Und das ist eine Disziplin, die mit Norbert Wiener zu sich gekommen ist. Das heißt, die gab es schon vorher, Ideen zum Thema Kybernetik gab es schon und Wiener hat ganz einfach dieses Wort dafür erfunden. So. Wieners Kybernetik, also Wieners Wort wiederum, gründet sich auf das griechische Kybernetike Technae, die Kunst des Steuermanns, die Kunst der Lenkung, der Steuerung und der Kontrolle von Booten. Cyberspace zwingt also die beiden Begriffe Space und Control zusammen. Cyberspace ist demnach ein Ort der Kontrolle, ein Ort, in dem pilotiert, gesteuert, kontrolliert wird und von dem aus Räume gesteuert werden. Und genau dies versuchen die Protagonisten von Gibsons Romanen und Kurzgeschichten. Sie sind Piraten der Datenmeere, deren Projekt die Unterwerfung der Computersysteme unter ihren Willen ist. Sie versuchen in einer nahen Zukunft die Kontrolle wieder zu erlangen, die in den 80er Jahren imaginär immer weiter an die Maschinen abgegeben wurde. Cyberspace als Begriff ist damit ein Phantasma der Kontrolle. Im Gegensatz zu den Heimcomputern jener Zeit, die als Interaktionsmodi nur den enträumlichten Code, den pseudoräumlichen Joystick oder die ebenso pseudoräumliche Maus anboten, imaginiert Cyberspace ein echtes menschliches Interface, das dem User Räumlichkeit wieder erlauben würde und gleichzeitig in dieser Räumlichkeit auch die Kontrolle über die Maschine erlaubt. In einem Raum, den mir der Computer ja eigentlich verweigert. Er ist klein, er ist da nur auf dem Schreibtisch. Ich kann da nicht rein. Die Interfaces, also die Joysticks, die Mäuse, die Monitore, sind dem User nicht genug. Sie wollen in den Raum des Computers selbst, körperlich. Ein Verlangen, das Gibson
der Erfinder des Begriffs, an Arcade-Spielern in den 80ern beobachtet haben will, deren Körpersprache er so deutete, dass sie selbst in die Maschine wollten, aber nicht konnten. Ich hoffe, das funktioniert. Even before the time virtual reality did not exist at the time, I think. Mm-hmm. But you coined the cyberspace and the Jack Queen. Yeah. Did you think about you were predicting the future? I had no virtual reality term. When I wrote their answer in 1981, I had never heard the term, and I went by a games arcade. I was struck by how I could see that the teenagers who were playing the games, in their bodies, in their posture, there was a kind of yearning to have like a deeper immersion. It made a very strong impression on me, and very shortly after that, I started trying to write the cyberspace idea. Dieses Phantasma der Kontrolle ist natürlich keineswegs beschränkt auf Gibsons Prosa, sondern ein weitreichendes Konzept, das bereits vor dem Begriff da war. 1982, also ganz kurz bevor die Burning Chrome Kurzgeschichte kommt, kommt die Disney-Produktion Tron in die Kinos. Und hier gibt es eine Form von Cyberspace als Schlachtfeld zwischen Mensch und Maschine, aber noch ohne den Begriff. Das heißt, die haben dafür keinen Begriff. Weder Matrix noch Cyberspace, noch was anderes. Die Story von Tron ist in ihrer kindlichen Einfachheit exemplarisch. Ein Programmierer wird in ein Computersystem gesaugt, in dem Programme und Hardware als humanoide Wesen mit absolut menschlichen Motivationen existieren. Endlich ist der Computer verständlich, endlich macht es Sinn, der Computer ist auch nur ein Mensch. Zwar ein sehr bösartiger, aber auch nur ein Mensch. Was normalerweise dem Computer, dem Nutzer des Homecomputers also nicht zugänglich ist, die winzige Mikroarchitektur präsentiert sich hier in diesem Film in Tron als eine Ansammlung von Architekturen, die nun vom Menschen räumlich erfahrbar ist. Hier sieht man sozusagen, das eine ist ein Mensch, das andere ist ein Programm und man kann miteinander interagieren wie zwischen Menschen. Und in diesem Raum kann ich direkt interagieren, ohne irgendeinen Code zu können. Zumindest im Imaginären des Kinos wird der Computer auf diese Weise eben menschlich in Form und Gestalt. Und der Kampf um die Kontrolle kann nun, zum Glück für den Menschen, räumlich geführt werden. Also in Tron gibt es Gladiatorenkämpfe und Rennen Mensch gegen Maschine. Cyberspace schreibt dem Enträumlichten, also den Daten, den Platinen, den Algorithmen und Programmen, damit einen Space, einen Raum zu. Imaginiert eine Kontrollmöglichkeit über das Enträumlichte andere, den Computer, die Metapher und Inkarnation der universellen Maschine. Cyberspace vertauscht dabei den radikal imperativ-operativen Symbolismus des Codes mit der menschlichen Semantik des Raumes und der Sprache. Nochmal zur Erinnerung, in diesem Sinne ist Cyberspace ein Phantasma der Kontrolle, eine Utopie. Und in diesem Sinne als Phantasma der Kontrolle durchlebt der Begriff und das Konzept Cyberspace eine Popularität, die erstaunlich lange anhält und von der Ära der Heimcomputer, die Codeeingaben vom User erwarteten, ins Zeitalter der Graphic User Interface Computer übergeht. Der bereits genannte Film The Matrix adaptiert das Thema der 80er Jahre neu und präsentiert es 99 nochmals. Wobei der etwas in die Jahre gekommene Begriff Cyberspace, der aber von ganz vielen benutzt wird, jetzt durch den Begriff Matrix ersetzt wird. So. Sozusagen als Rückkehr zum Originalbegriff, den Gibson eigentlich mal dafür hatte. Der sich dann allerdings vielleicht auch völlig zu Recht, weil dieser Begriff Matrix ganz einfach eine geringe Deskriptionspotenz hat, nicht durchgesetzt hat. The Matrix ist dabei inhaltlich lediglich die narrative und bildliche Radikalisierung von Tron. Wobei Cyberspace in The Matrix im Gegensatz zur Techno-Ästhetik der imaginierten Computerinnereien von Tron noch humanoider gezeigt wird. Diesmal als Täuschung des Menschen. Die Waage im imaginären Kampf Mensch gegen Maschine neigt sich dabei deutlich mehr auf die Seite der Maschinen. Das heißt, in Tron gewinnt am Ende der Programmierer, in The Matrix ist es nicht so ganz klar.
wo 82 in Tron noch Hoffnung bestand und der Mensch am Ende triumphierte, ist The Matrix, was den Sieger des Konflikts angeht, bereits skeptisch. Wohl auch um zwei ziemlich mittelmäßige Fortsetzungen zu legitimieren. Im Gegensatz zu seiner immensen Popularität in den narrativen Welten von Roman und Film führt Cyberspace als technisches Konzept der Interaktion mit dem Computer, also als User-Interface-Konzept, ein kümmerliches Schattendasein. Ist im Grunde genommen uninteressant. Während sich nämlich die Computertechnologie seit 1980 enorm weiterentwickelt hat, erweist sich Cyberspace als ein reichlich wertloses Konzept für die Bedienung von Computern. Obwohl Medientheoretiker, Kulturwissenschaftler und das Feuilleton in den 90er Jahren den Begriff für sich entdeckten und die vereinzelten Cyberspace-Anwendungen, die hat es immer wieder gegeben, zum Modell eines kommenden Trends der Computerbedienung hochjubelten, also jedes Mal, wenn es eine neue Anwendung dafür gab, ja, das ist es jetzt, die Ära des Cyberspace hat jetzt endgültig mal begonnen, war und ist die echte Praxis der sich immer weiter vereinfachen Bedienung und Steuerung eine komplett andere und weitaus banalere. Lediglich die 2D-Welt der Graphic User Interfaces, die sicher, stabil und intuitiv genug sind, um die Computernutzung bis heute zu dominieren, ist da. Es ist ein Siegeszug der Einfachheit gegenüber dem doch technisch sehr komplexen Cyberspace. Auch die haptischen pseudoräumlichen Eingabegeräte der Homecomputer-Ära, also Keyboard, Joystick, Maus, bleiben uns als Usern erhalten und wurden erst in den letzten Jahren durch das Vision of Tablets supplementiert. Datenhandschuhe und Cyberspace-Brillen sind kuriose Fälle für Technikmuseen oder Spezialanwendungen. Oder vielleicht für Mark Zuckerbergs Metaverse, aber das werden wir noch sehen, ob das klappt. Der Abgrund des Codes, jene maschinennahe Sprache, die etwas über das fremde Wesen der Maschine andeutete, ist heute komplett verdeckt von den grafischen Oberflächen der Betriebssysteme. Die Frage der Räumlichkeit scheint erfolgreich verschoben. Ironischerweise in den Computer selbst. Statt einen Cyberspace zu bieten, werden auf dem 2D-Interface des Computermonitors Räume lediglich dargestellt. Zum Beispiel in populären Spielen wie Call of Duty oder World of Warcraft. Mit einem Sprung in die Gegenwart sehen wir, dass Moore's Law derzeit gerade noch oder vielleicht auch gerade nicht mehr wirksam ist. Also die immer weiter fortschreitende Verkleinerung von Computern. Während die 80er Jahre die Ära des Homecomputings waren, die Zeit, als die Computer in den öffentlichen und privaten Raum durch Downsizing eintraten, ist das jetzt die Zeit, in der sich die beiden Seiten der Dichotomie Mensch und Computer neu ausgerichtet haben. Während das Downsizing in den 80er Jahren den Eintritt des Computers in das alltägliche Bewusstsein ermöglicht hat, bewirkt die seitdem ungebrochen fortschreitende Miniaturisierung nun das genaue Gegenteil. Die phänomenologisch fassbaren Computer auf unseren Schreib- und Kaffeehaustischen, diese Dinger hier, sind lediglich die Dinosaurier der Gattung Computer. Die eigentlich wichtigen Computer sind inzwischen für uns unsichtbar. Fast jeder komplexere Gegenstand, den wir zur Hand nehmen, ist in der einen oder anderen Form computerisiert. Ist entweder selbst einer, enthält einen oder ist lesbar durch, anschlussfähig an, steuerbar durch Computer. Während die Computer selbst immer weiter aus den alltagsphänomenologischen Räumen verschwinden. Wenn man mit Heidegger das Sein des Menschen als vorwiegend räumlich organisiert betrachtet, dann beweist der Computer seine Unmenschlichkeit auch dadurch, dass er aus dem Raum der Menschen zunehmend verschwindet. Der Computer als universale Maschine ist auch die universelle Maschine geworden und hat sich nahtlos integriert, versteckt, ist nicht mehr Teil unseres Raumes, sondern unserer Geräte, unserer Fahrzeuge, Kameras, Telefone, Kühlschränke, Heizung. Cyberspace, dieser populäre Traum davon, dass wir der Maschine in unserem Raum begegnen könnten, dass wir vielleicht den Computer dazu zwingen könnten, uns nicht nur ein menschliches Interface, sondern eventuell auch wieder menschliche Kontrolle zu ermöglichen, hat sich oberflächlich erfüllt, aber in der Sache zerschlagen. Nicht wir haben dem Computer unseren Space, unseren Raum aufgezwungen, ihn im Computer geöffnet, sondern der Computer ist in unseren Space eingetreten, wo er uns nun einen echten Space vielleicht sogar verunmöglicht.
was vorher Real Space oder mit Gibson aus dem persönlichen Gespräch vielleicht der Meat Space, der Fleischraum, in dem wir mit unseren Fleischkörpern sind, war, ist nun in einer Inversion, die genauer eine Exversion ist, technisierter Hybridraum, nämlich Augmented Reality. Und jetzt habe ich wieder ein Gibson-Zitat aus einem Roman für Sie und das wird peinlich und lustig, weil ich nämlich jetzt versuchen muss, etwas wiederzugeben, was in dem Roman eine Französin ist, die mit starkem französischen Akzent Englisch spricht. Hollis watched Alberto slide his Pendleton mass along the bench opposite hers. Odile was between Alberto and the window. Si bar espace, Odile pronounced nomically, it is everything. Everything, what is? Si bar espace, Odile reaffirmed, everts. Turns itself inside out, offered Roberto by way of clarification. Cyberspace. Odile und Roberto, zwei Protagonisten aus William Gibsons Spook Country von 2007, haben mit ihrem Autor, dem Erfinder von Cyberspace, das Konzept eines Matrix-esken Raumes nun aufgegeben, hinter sich gelassen. Sie operieren mit Geräten, die per Exversion des Cyberspace, also der Ausstülpung des Cyberspace in unsere Welt, Ebenen der Computerisierung über die menschliche Räumlichkeit legen. Ein Graphic User Interface für Datenfeeds und Overlays, die aus dem phänomenologischen Raum die Augmented Reality machen. Vielleicht als einfaches Beispiel Pokémon Go von vor ein paar Jahren. Mithilfe von Smartphones oder integriert in klobige Brillen, die sich dann außerhalb des Romans zum echten Google Glass entwickelten und die vielleicht eben mit diesem Metaverse nochmal wiederkommen, wird die Grenze zwischen computerisierter Welt und humanphänomenologischer Sicht verwischt. Sie wird letztlich ununterscheidbar. In diesem Raum ist die Frage nach Control nicht länger gültig. Der Mensch ist hier nicht Herr im eigenen Haus. Es gibt etwas, in das er integriert wird und das bereits durch seine Kombination herrscht. Cyberspace ist nicht mehr eine Frage von computergenerierten virtuellen Realitäten versus Realität, sondern eine Frage von integrierten und unentscheidbaren Realitäten, permanent von uns selbst generiert unter der Ägide des Computers. Vielleicht ist das dann auch die auch handfest technische Umsetzung von Jean Baudrillards Konzept der Hyperrealität. Medien bestimmen nach Friedrich Kittler stets unsere Lage. Bisher war es uns allerdings vielleicht noch möglich, diese Medien zumindest bruchstückhaft und rein situativ zu realisieren. Die Basic-basierte Ära des Homecomputings mag ein solcher Moment gewesen sein. Vielleicht. Diese Zeit ist vorbei. In der Umkehrung der völkischen Metapher, dass der Computer taumstumm sei, sind wir vielleicht taubstumm geworden. Nicht mehr wir müssen lernen, mit dem Computer zu kommunizieren, sondern der Computer lernt nun, mit uns zu kommunizieren. In einer Sprache, die keine Rückfragen mehr zulässt. Also zum Beispiel die Sprache des Amazon Recommender Algorithmus. Und das ist eine Graphic User Interface Sprache. Uns bleibt am Ende nur die unbeantwortete Frage aus einem weiteren filmischen Beispiel, nämlich der Schluss von David Cronenbergs Existenz. Die Frage, are we still in the game? Danke.